Ja. Jetzt haben wir natürlich lange in der Universität gequatscht, ne? Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu langweilig gewesen. So, wo finden wir denn jetzt den Bahnhofvorsteher? Mussten wir hier nach links oder da hinten nach links? Ach so, nee. Nee, nee. Gehen wir mal da lang. Guten Tag, ihr Vögelchen. Ach, ja, irgendwas kann ich mit dem machen, aber ich habe immer noch nichts. Das sind Vögel, Kate. Jetzt übertreib mal nicht. Also wenn das Dinosaurier wären, ne? Oder ein Löwe oder sowas, dann würde ich es ja verstehen. Aber Vögel? Außerdem bist du so dick angezogen, als ob du da was merken würdest, wenn die dich mal anpieksen, huh? So. Ach so. Hier kann ich wohl nicht lang. Oh, ja. Dann eben nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Schnappen uns ein Handtuch und legen uns unter die Palmen, würde ich behaupten. Hallo? So. Ach genau, wir wollten ja noch zum Zug, aber wir gehen erstmal hier lang. Denn wir haben uns ja noch nicht alles angeguckt. Wir kriegen einen Gegenstand. Yeah, endlich. Was haben wir denn da? Ach, einen Haken. Okay. Brauchst du den vielleicht? Guten Tag. Sie sind mit dem Zug angekommen, nicht wahr? Nein, mit dem ja, Flugzeug. Ich komme aus Valladolid. Oh, ich habe schon lange keinen Zug mehr gesehen. Bringen Sie Studenten? Nein, ich reise allein. Fast jedenfalls. Oh, ich erinnere mich noch. Zu Herbstbeginn kamen die Züge voller junger Leute aus der ganzen Welt, die Zoologie, Botanik, Paläontologie und all diese Sachen studieren wollten. Das hier war eine große Universität. Und heute nicht mehr? Ah, heute. So. Und nochmal das Ganze. Sind Sie schon lange der Bahnhofsvorsteher von Barockstadt? Ich habe nie was anderes gemacht. Sind Sie für diesen Zug verantwortlich? Nein, das heißt, ich weiß nicht genau. Wollen Sie in unserer berühmten Universität Ihre Kenntnisse vertiefen? Nein. Ja und nein. Ich bin immer auf der Suche nach Informationen. Oh, viel scheinen Sie ja nicht zu wissen. Und Ihr Zug, der wird dort, wo er gerade steht, stören. So viel ist klar. Ich bin Anwältin und mit einer etwas ungewöhnlichen Untersuchung betraut. Eine Untersuchung? Wissen Sie, ich bin nur ein einfacher Bahnhofsvorsteher. Ich kann Ihnen nichts sagen. Man kann nie wissen. In dieser Angelegenheit kann jeder irgendwie wichtig sein. Also ich weiß von nichts. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Was denkt der denn jetzt? Also... Ich war gerade bei den Rektoren. Sie haben mir gesagt, der Zug müsse umgehend den Bahnhof verlassen. Richtig. Das habe ich mir gedacht. Die Vorschriften sind eindeutig und auch Sie müssen sie beachten. Es ist nie gut, Ärger mit der Universitätsverwaltung zu bekommen. Oh ja, davon habe ich auch so schon genug. Aber was soll ich tun? Nun ja, Ihren Zug wegfahren. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass er neu aufgezogen werden muss. Sie scheinen alle zu glauben, das ist meine Schuld. Der Motor der Lokomotive funktioniert nicht, einverstanden. Aber vielleicht kann man diesen Zug trotzdem bewegen. Ja, das wäre eine Idee. Woran genau denken Sie da? An gar nichts. Ich habe das nur so gesagt.
Aber nun stehen Sie hier nicht so rum. Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Welche Arbeit? Also, ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ja. Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Uff, was glauben Sie denn? Bei all den Leuten, die durch diesen Bahnhof gekommen sind. Okay. Alle diese Vögel, noch dazu in einem Bahnhof. Erstaunlich. Dies ist nicht nur ein einfacher Bahnhof, mein Fräulein. Die Vögel bilden die berühmte ornithologische Sammlung der Universität Barockstadt. Ja, und in dieser Voliere fanden die erstaunlichsten Arten aus allen Teilen der Welt ein neues Zuhause. Und ich bin nicht nur Bahnhofsvorsteher, sondern kümmere mich gleichzeitig um meine gefiederten Gäste. Keine leichte Aufgabe, das können Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen gerne. Das Schwierigste ist, die Harmonie unter all diesen Arten aufrechtzuerhalten. Wissen Sie, einmal brachte ein Forscher von einer Reise nach Amazone ein Kuckucksbärchen mit. Und das war keine gute Idee? Oh, eine bedauerliche Idee. Wie alle Kuckucks legt auch dieser verfluchte Vogel seine Eier in die Nester anderer Arten. Und noch dazu wirft er alle anderen Eier aus dem Nest, damit nur sein Ei bebrütet wird. In der Tat ein recht egoistischer Vogel. Und Sie können nichts tun, um ihn daran zu hindern? Ja, die Fakultät erklärte, dass dieser Vogel aufgrund seiner Seltenheit geschützt werden musste. Nur dank unseres mechanischen Adlers konnten wir das Desaster in Grenzen halten. Sie haben hier einen Automaten? Ja, ein kleines Wunder, das auf Schienen durch die Luft gleitet und von Zeit zu Zeit die Eier des Parasiten einsammelt. Aber leider funktioniert der Adler schon seit vielen Jahren nicht mehr und es ist mir unmöglich, die Eier selbst einzusammeln. Warum? Warum? Ich traue mich nicht mehr auf die Brücke. Vor ein paar Monaten bin ich von da oben runtergefallen und habe mir sehr wehgetan. Seitdem wird mir schwindelig, wenn ich nur nach oben blicke. Ach, Sie Ärmste. Das muss sehr unangenehm sein. Ja, und die Kuckuckseier stapeln sich in den Nestern. Die Rektoren werden das irgendwann mitbekommen. Ja, dann gibt's Probleme. Ach ja, das alles ist nicht so einfach. Wo kann ich hier Wald-Sauvignon-Sträucher finden, bitte? Naja, sowas gibt's hier nicht. Ich weiß nicht mal, worum es sich handelt. Suchen Sie doch in Amazone. Es ist doch erstaunlich, dass jemand, der diese Pflanze nicht kennt, weiß, dass sie aus diesem entfernten und mysteriösen Land stammt. Amazone, Peru, Papuasien. Für mich ist das alles das Gleiche. Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Aha. Sehr verdächtig. Halt! Warten Sie doch! Der gute Mann scheint ein Problem zu haben. Na, ihm folgen wir doch mal. Aber erst noch mal möchte ich in den Zug. Und schauen, ob ich die Mammutpuppe mitnehmen kann. Denn ich bin der Meinung, dass das funktioniert. Da lang. Ja, eigentlich reinlegen. Hallo, lieber Oskar. So, da. Ah, seht ihr? Und wieder zurück. Ach Mensch, Kate. Tu doch nicht immer so. Ach, guten Tag. Dann wollen wir nochmal. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein, du machst nichts. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Wie liebenswürdig. Ich suche nach einer Art kleiner, saftiger Beere. Wo kann ich diese finden? Hier im Bahnhof gibt es keinen Sauvignon und schon gar keinen Wald-Sauvignon. Ich hatte diesen Namen zwar nicht verwendet, aber genau danach suche ich.
Ah, Sauvignon, Himbeere, Johannisbeere, das ist doch alles das Gleiche. Gibt's hier nicht. Mhm. Dabei habe ich gerade ein interessantes Buch gelesen, in dem steht, dass diese seltenen Trauben hier in der Voliere der berühmten Universität Barockstadt kultiviert werden. Ah, wenn das in einem Buch steht. Aber auch Bücher können sich irren. Zu merkwürdig, aber ich habe das Gefühl, sie lügen. Nee, keineswegs. Ich weiß nicht, wo man diese verfluchten Trauben finden kann. Fragen Sie doch den Professor Bonz, den Paläontologen da. Aber Sie sind doch der Hüter dieses Bahnhofs. Sie müssen es besser wissen als jeder andere. Ich weiß nichts, gar nichts. Fragen Sie den Paläontologen. Ah, jetzt hör doch mal auf, Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Ja, ja. Du mich auch. Das ist immer so klasse. Du merkst, dass diese Personen lügen. Und du sagst denen auch schon, dass die lügen. Und dann kommt, nö, ich lüge doch nicht. Nö, 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 niemals. Sowas darf ich nicht, hat meine Mama mir verboten. Ich darf nur schwindeln. Dann gehen wir doch nochmal zum Professor, mal gucken, was er mir jetzt sagt. Wir wollen Ihnen ja sowieso die Puppe noch zeigen. Na. Ach, Katie Kate. Also wenn sie Treppen geht, da muss ich schon ehrlich sagen, finde ich es wirklich schade, dass man das nicht irgendwie überspringen kann. Das ist so der... Ja, was heißt Nachteil? Nachteil würde ich gar nicht mehr sagen, aber weiß ich nicht. Das stört mich so ein bisschen an Siberia. Ansonsten ist es wirklich ein wirklich tolles Spiel. Entschuldigen Sie, Professor. Professor, darf ich Sie noch einmal stören? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Ach so, nee, ich wollte doch ihm erst... Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. So. Entschuldigen Sie, Professor. Professor, darf ich Sie noch einmal stören? Professor, ich habe Ihnen etwas mitgebracht, das Sie interessieren dürfte. Hier. Haha! Worum handelt es? Die Mammutpuppe. Die Puppe von Hans, nicht wahr? Natürlich, das ist sie. Wo haben Sie die gefunden? Ein Wunder. Oh mein Gott, endlich darf ich sie in den Händen halten. Es gibt sie also wirklich. Entschuldigen Sie, aber ich bin überwältigt. Sehen Sie, Ihr Hans und mein Vorarlberg-Erbe sind ein und dieselbe Person. Unglaublich, nach all diesen Jahren. Oh, wie kann ich Ihnen je danken? Ich muss jetzt schnell ins Labor. Ich werde Sie genauestens untersuchen. Gestatten Sie, dass ich mir Ihren kleinen Schatz kurz ausleihe? Jo. Das heißt, eigentlich... Keine Angst, ich werde äußerst vorsichtig sein. Aber ich brauche die Puppe. Ich muss unbedingt heute Nachmittag eine Vorlesung zu diesem Objekt improvisieren. Übrigens, wenn Sie sich für die Geschichte von Hans interessieren, scheint es mir unumgänglich, dass Sie sich mit Mammuts, Jukols und ihren mysteriösen Reitern vertraut machen. Meinen Sie? Unbedingt. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer und ich rufe Sie an, wenn meine Vorlesung beginnt. Ich gebe Ihnen Ihre Puppe sofort danach zurück. Versprochen. Okay. So kommt man auch an Telefonnummern, ne? Ach. Ah, okay. Da ist noch eine Tür. Aber was sich dahinter verbirgt, das schauen wir uns das nächste Mal an. Und damit sage ich bye.